Es muss umgekippt sein, als der Wasserspiegel gesunken ist. Hm. Da scheint etwas hinter der Plane zu sein. Aber mit bloßen Händen bekomme ich sie nicht ab. Puh. Nein, ich kann sie nicht zur Seite ziehen. Sie ist irgendwo festgebunden. Hinter der Plane waren Fässer verborgen. Sie scheinen leer zu sein. Das Fass kann ich auch mit bloßer Hand rausziehen. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Ein kurzes Brett ragt aus dem Schlamm heraus. Ein kurzes Brett. Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Die Steine. Ein langes Brett. Das Brett ist zu kurz. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Die Hinterachse ist mit Schlamm bedeckt. Mit bloßen Händen kann ich den Schlamm nicht abtragen. Ja, damit sollte ich die Hinterachse vom Schlamm befreien können. An der Hinterachse hängt noch eine angerostete Felge. Keine Ahnung, was mit dem Reifen passiert ist. Dieses Seil hat Delvin mit der Harpune nach oben geschossen. Wie soll ich die beiden damit hochziehen? So, hält. Der Schlüssel steckt. Dieses Fahrzeug könnte tatsächlich noch funktionieren. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Es klappt. Das Auto springt tatsächlich noch an. Aber ich stelle es erstmal wieder ab. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Das Hinterrad liegt jetzt frei. Auf die Art rutscht das Seil von der Stange ab, wenn man daran zieht. Und fertig ist eine Laufrolle. Ich habe das Seil über die Felge gelegt. So, hält. Der Schlüssel steckt. Na dann, los geht's. Und so kam es zur Wiedervereinigung mit Salvador und Delvin. Der Weg zurück zum Global war die Hölle. Also wirklich. Ich kenne ja die Theorien zum Klimawandel.
Und ich bin weiß Gott auch der Ansicht, dass etwas getan werden muss. Aber ich verstehe nicht, warum Sie sich diese lächerliche Geschichte ausdenken. Es ist die Wahrheit. San Francisco unter Wasser? Tornados in Europa? Und das alles schon 2050? Lächerlich. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Na, wenn das so ist, können Sie sich doch auch getrost an meinen Sohn wenden. Er führt meine Forschungen weiter. Er ist der Svensson, den Sie suchen. Warte, ich bin mir doch sicher. Es war 2050. Hören Sie, ich kenne die Studien. Mein Gott, ich habe selbst welche verfasst. 2050 ist Humbug. Wie der Rest Ihrer Geschichte. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Allerdings. Man dreht sich nur einmal kurz um und schon sind 10 Jahre verstrichen. Das Kind ist groß, die Frau ist krank und... Ach. Und die Pole sind geschmolzen, eben. Eben nicht. Die Welt ist konstant. Es sind nur die Menschen, die sich ändern. Wenn es doch so wäre. Wie gesagt, wir waren auch überrascht. Oh Mann. Sie haben Ihre Rolle wirklich gut einstudiert. Also dann, willkommen im 20. Jahrhundert. Fahren Sie fort. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu wollte ich ja gerade kommen. Wie gesagt, der Rückweg zur anderen Zeitkapsel war eine Tortur. Ich hoffe, die Geschichte hat auch eine Pointe. Soll ich jetzt weitererzählen? Kommt drauf an. Wie lange dauert es denn noch? Na gut, wie du willst. Ich kürze die Geschichte etwas ab. Wir hatten also schließlich das Global erreicht. Mittlerweile war es Nacht. Und wir beschlossen, in den Ruinen Quartier zu beziehen. Wow, das war spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Hast du nichts zu tun? Das hier ist kein Lagerfeuer, Funker. Komm schon, Salvador. Ich finde, ich habe ein wenig Anerkennung verdient. Ich meine, erst die Aktion mit dem Kran und dann auf dem Rückweg auch noch diese Geschichte mit den Alligatoren. Alligatoren? Ich bitte Sie. Du wolltest die Geschichte ja nicht hören. Ach, verdammt! Gibt es Probleme, Delvin? Mehr als genug. Ich denke aber, wir kriegen die Kapsel tatsächlich noch einmal startklar. Es ist nur eben nicht ungefährlich. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Was genau bedeutet nicht ungefährlich? Für den letzten Zeitsprung haben wir jahrzehntelang Daten gesammelt. Für diesen hier haben wir einen angebrochenen Abend. Wenn ich mich verkalkuliere, dann könnte es sein, dass wir uns bei dem Transport in kleinen Scheibchen über einen Zeitraum von 3 Wochen verteilen. Dann darfst du dich eben nicht verkalkulieren. Dann darf ich mich eben nicht verkalkulieren. So einfach. Was brauchst du denn noch für den Start? Naja, als allererstes bräuchte ich das exakte Datum. Die zeitlichen Zielkoordinaten, wenn man so will. Und dann? Das ist nicht ganz unkompliziert. Geht es auch präziser, Pilot? Ich brauche ein Atom. Ein Atom. Gibt es hier nicht genug davon? Ja, nein. Ich brauche ein ganz spezielles. Eines, durch dessen Quantenmatrix wir zu der entsprechenden Zielzeit reisen können. Ach, so ist das. Na, zu dumm, dass ich mein Quantenmikroskop nicht dabei habe. Ich hab doch gesagt, es ist kompliziert. Konzentrieren wir uns erst einmal darauf, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Genau. Das Wichtigste ist, dass wir uns schnell auf die neue Situation einstellen. Wir brauchen mehr Informationen, um das Missionsprofil anzupassen. Ich glaube, Nigel hatte einen Plan. Er hat mir einen Datenkristall gegeben. Wenn wir den zweiten auch noch finden können, lässt sich bestimmt rekonstruieren, was er herausgefunden hat. Datenkristall. Gib mal her. Was soll das sein? Eine Art Speichermedium? Ich glaube... Und dafür hat sich der alte Trottel in den Tod gestürzt. Ich habe immer geahnt, dass ein Mangel an Objektivität irgendwann die Mission gefährden würde. Und jetzt sitzen wir hier. Nur noch 2 Mann. Hey! Ach! Madame möchte auch einen Beitrag leisten. Na, da bin ich aber mal gespannt. Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Art Bibliothek. Dort finden wir bestimmt alle Informationen, die wir brauchen. Eine Bibliothek? Hast du darum so lange gebraucht, bis du uns gefunden hast? Ich wusste doch gar nicht. Während andere ihr Leben riskieren, geht Madame erst mal eine Runde lesen. Gut gemacht, Faye. Also das ist doch... Kein Wort mehr. Ich habe weitaus Wichtigeres zu tun, als mir dein Gestammel anzuhören.
Wenn du dich unbedingt hervortun möchtest, dann bitte mit konstruktiven Vorschlägen. Wieso reisen wir nicht so weit in die Vergangenheit, wie es nur geht? Studie 478. Für Beeinflussung müssen Menschen Problematiken realisieren können. Wir brauchen eine Zeit, in der es bereits ein Klimaproblem gab, um erfolgreich infiltrieren zu können. Das sehe ich auch so. Wir suchen einen äußerst schmalen Zeitkorridor. Der Klimawandel muss bekannt, aber nicht zu weit fortgeschritten sein. Also die temporale Nadel im Heuhaufen? Dazu sag ich mal nichts. Hat noch jemand einen ernstzunehmenden Vorschlag? Eigentlich ist doch klar, was wir tun müssen. Wir gehen rüber in die Bibliothek und suchen dort nach... Nein, ich habe einen besseren Plan. Ich werde mich in dieser Bibliothek da drüben umsehen. Auch gut. Vielleicht finde ich ja sogar ein Gerät, um die Daten auf diesem Kristall auszulesen. Ich habe ein paar Terminals gesehen. Danke, Funke. Die hätte ich wohl auch noch gefunden. Und vergiss nicht, dass es noch einen zweiten Kristall gibt. Nigel sagte... Nigel war ein idealistischer Querkopf. Ich kann mir schon vorstellen, wie sein Plan ausgesehen hat. Aber... Hör gut zu, Funke. Ich bin jetzt der ranghöchste Offizier bei diesem Einsatz. Es wird gemacht, was ich sage. Und ich will mir jetzt erst einmal selbst ein Bild machen. Irgendwelche Einwände? Nein? Dachte ich mir doch. Was hat er nur gegen mich? Nimm es nicht persönlich. Ich glaube, er ist noch aufgebracht wegen der Sache mit den Alligatoren. Der Trick mit der Hose hat zwar funktioniert, aber Salvador ist einfach niemand, der sich gerne bloßstellen lässt. Er scheint ziemlich erschöpft zu sein. Du siehst müde aus. Aber irgendwie auch erwachsener. Haha, so schlimm? Ja, schau dich doch mal an. Viel ruhiger und erfahrener. Ist auch viel passiert in den letzten 12 Stunden. Aber weise und alt wird man so nicht. Lass uns später reden. Ich fürchte, ich bin gerade nicht sehr gesprächig. Delvins Tasche. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Ich glaube, das ist für irgendwelche Messgeräte oder so. Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Geht nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die anderen doch auch nicht wieder lebendig. Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. 2054 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phoenix' Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot, wurden gerettet von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Und warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. So. Daten wurden gelöscht. Geschieht ihm recht. Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier zu sehen. Nur Fussel. Öl, Gaskocher, Pfanne. Josseps Pfanne. Den Rest muss die Abteilung fossile Brennstoffe zusammengekratzt haben. Das ist nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Josep und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten.